Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Wir stehen kurz davor, dass das hier mein längstes Projekt wird, meine Damen und Herren. Wir dürften jetzt, wenn ich mich nicht ganz irre, bei Part 161 sein. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ich habe das nicht ganz genau im Kopf. Aber irgendwie so bei den 160 Parts rum müssen wir sein. Und das längste Projekt, das ich je gemacht habe, das war Let's Play The Witcher, The Witcher 1. Für den zweiten Teil habe ich 123 Parts gebraucht, für den ersten aber länger, denn für The Witcher 1 habe ich insgesamt 166 Parts gebraucht. Das heißt, wir sind, wenn ich mich nicht irre, 5 Parts davor, das zu knacken, beziehungsweise genau diese Zahl nochmal zu erreichen. Finde ich eine schöne Sache, dass wir mit, oder beziehungsweise dass ich hier mit Gothic 3 wieder ein solches langes Projekt hier vollbringen kann, beziehungsweise dass es dann sogar letztendlich das längste wird, auch wenn ich glaube, dass das nicht, also ich dachte immer, The Witcher bleibt mein längstes Projekt, 166 Parts ist richtig viel, das kriegen im Normalfall nur die Leute geknackt, die entweder Minecraft zocken wie die Irren oder eben andere Rollenspiele spielen, also bei Skyrim kann man beispielsweise mehr als 166 Parts machen oder eben sowas in die Richtung. Und deswegen habe ich immer gedacht, The Witcher bleibt mein all-time längstes Projekt. Das hat sich ja dann jetzt so gut wie schon bereits so gut wie erledigt. Es sei denn, ich würde jetzt mit Gothic 3 noch abbrechen, bevor ich die 167 Parts erreiche. Ist aber unwahrscheinlicher als alles andere. Und aber ich glaube, selbst Gothic 3 wird irgendwann nochmal überboten. Ich kann jetzt natürlich noch nicht sagen, wie lange wir für Gothic 3 brauchen werden. Keine Ahnung, also wir haben noch viel zu tun. Wir waren noch nicht in Gotha, im Faring Vanguard, in dem Mora waren wir noch nicht, für Okara haben wir noch Aufträge und sowieso überall noch so kleine Dinge, die wir noch machen, die ich noch machen will, die ich auf meiner Liste hier habe. Beziehungsweise ich habe mittlerweile sogar zwei Listen, wo immer noch Sachen sind, die ich noch machen will. Und dann kommt natürlich noch Nordmar dazu und Varrant. Und ja, dann allgemein, wir müssen ja auch noch die Städte befreien, also eben Redok, Nemora und Okara, denn wir sind ja auch auf der Seite der Orks. Und in Varrant, wie ihr seht, vom Gebiet her ist das eben noch größer als Myrtana. Allerdings gibt es da jetzt nicht mehr Städte. Also wie viel haben wir eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich nehme Adea jetzt mal nicht dazu. Da gibt es ja eigentlich nur 2 Quests. Und Gotha nehme ich auch nicht dazu. Das muss man auch nicht wirklich viel machen. Also 2, 4, 6, 7. Hier gibt es 2, 4, 6, 7. Und dann noch eine. Also eigentlich gibt es hier 8 Städte. Eine ist dann nicht aufgetragen. Gut, hier gibt es ja auch noch 3 mehr. Fällt mir gerade ein mit den 3 Rebellenstädten. Jo, aber ich weiß nicht, wo wir letztendlich hinkommen, zu wie viel, zu welcher Partanzahl, aber das wird natürlich in die hohen Hunderter gehen, also bei 300 Parts werden wir mit Sicherheit noch nicht fertig sein, weil, wie gesagt, wir sind jetzt erst bei Part 160 und das, ja, wird wohl noch eher ein bisschen dauern. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob Gothic 3 für immer dann auch dieses längste Projekt bleiben wird. Auch wenn ich ja, wie gesagt, schon bei The Witcher dachte, das würde mein längstes Projekt bleiben. Nur wegen Gothic 3 ist es jetzt eben nicht mehr so. Aber es wurde The Witcher 3 Wild Hunt angekündigt. Also es war klar nach The Witcher 2, dass noch The Witcher 3 kommt. Jetzt wurde es aber auch wirklich richtig angekündigt. Also für euch wird das jetzt, wenn ihr diesen Part hier seht, schon super lange her sein, dass das angekündigt wurde. Aber ich nehme dieses Video hier heute am... Ich habe gerade kein Datum. Keine Ahnung, irgendwann Februar, ich glaube 9. Februar oder so auf. Und ihr seht das natürlich erst viel später, weil bis ich das hier hochgeladen habe, ich bin jetzt wieder im Gothic 3 Trip und nehme unglaublich viel, beziehungsweise zock unglaublich viel Gothic 3, nehme deswegen auch unglaublich viel Gothic 3 auf. Aber wie gesagt, The Witcher 3 Wild Hunt wurde angekündigt und das werde ich natürlich auch definitiv Let's Playen. Ich habe ein Let's Play zu The Witcher 1 und zu The Witcher 2 gemacht, zwei großartige Spiele. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass The Witcher 3 ebenfalls ein großartiges Spiel wird, denn... da bin ich mir genauso sicher, wie wenn Piranha Bytes ein Spiel macht, gefällt mir das. Genauso ist es auch bei Red... Ne, wie... Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Red Project, doch. Ne, hä? CD Projekt, so. Red Project. CD Projekt. Wenn die ein Spiel machen, wie eben The Witcher 1 oder The Witcher 2, bin ich mir auch 100% sicher, das wird geil.
Und das gefällt mir. Und deswegen bin ich mir auch sicher, dass mir The Witcher 3 gefallen wird. Warum das allerdings das Potenzial hat, beziehungsweise das Potenzial hat, eines meiner längsten, oder das längste Let's Play von mir zu werden. The Witcher 2 war nicht so lang. Also The Witcher 1 hat insgesamt mehr Inhalt als The Witcher 2. Kann man so sagen, mehr Nebenquests, eine größere Spielwelt. The Witcher 3 soll allerdings 20% größer werden als Skyrim. Und Skyrim ist ja wohl mal das größte Spiel ever. Oder zumindest eins der größten Spiele ever. Und The Witcher 3 soll nochmal 20% größer werden. Und ich habe in der Skyrim-Spielwelt super viel Zeit verbracht. Und wie ihr wisst, ich bin ja nicht jemand, der nur die Hauptstory spielt. Also werde ich bei The Witcher 3 mit Sicherheit auch die Umgebung erkunden, jede Menge Nebenquests machen und so weiter und so fort. Denn genau das ist es ja, was ich an Rollenspielen auch liebe. Und deswegen hat The Witcher 3 da großes Potenzial, dann sogar noch länger zu werden, sage ich mal, als hier mein Let's Play zu Gothic 3. Denn, ja, die Gothic 3-Welt ist zwar riesig, aber im Vergleich zu Skyrim ist sie eher klein. Das muss man einfach so sagen. Und in Skyrim gibt es einfach auch noch mehr Nebenquests. Und Skyrim produziert ja auch noch Nebenquests von selbst, wo man dann irgendwie von einem Wirt den Auftrag bekommt, irgendeine Banditenhöhle zu säubern, in der man irgendwann schon mal drin war. Da haben sich jetzt aber nochmal neue Banditen reingepflanzt, was ja vom Prinzip ja auch logisch ist. Und also Skyrim produziert ja selbst oder generiert ja selbst noch Nebenquests. Das bei The Witcher 3 so wird, ist natürlich nicht klar, aber die Spielwelt wird auf jeden Fall schon mal riesig. Deswegen kann es gut sein, dass The Witcher 3 Gothic 3 dann nochmal schlagen wird an Parts. Aber ich bin echt mal gespannt, wie lange hier Gothic 3 dauern wird, wie lange das Projekt dauern wird. Ich lasse mir natürlich auch viel Zeit mit diesem Projekt, was einfach daran liegt, dass ich so unglaublich viel Spaß an dem Projekt habe. Ich habe oft, früher hatte ich eigentlich immer so das Verlangen danach, die Projekte möglichst schnell zu beenden, weil ich neue Spiele anfangen wollte und auch irgendwie so den Anreiz hatte, möglichst viele Spiele euch zu zeigen, beziehungsweise demnach eben möglichst viele Projekte zu machen. Und bei Gothic 3 ist das einfach nicht so. Ich will dieses Spiel voll auskosten. Es macht mir unglaublich viel Spaß, das nochmal zu spielen. Und deswegen lasse ich mir eben auch gerne Zeit mit diesem Let's Play, mit diesem Projekt. Das war früher eben nicht so. Auch bei The Witcher 2 habe ich relativ wenig Nebenquests nur gemacht. Bei The Witcher 1 ebenfalls. The Witcher 1 hat dann trotzdem noch 166 Parts gedauert, also ist ziemlich übel. Bei Risen 2 habe ich es ja ebenfalls so gemacht wie hier schon, also da hatte ich dann so, da war meine Meinung schon so ein bisschen geändert. Risen 2 habe ich ja ebenfalls sehr ausführlich und mit allen Nebenquests oder fast allen Nebenquests gespielt. Aber ja, ansonsten hatte ich eigentlich immer das Verlangen, möglichst schnell das Ganze zu beenden. Auch jetzt bei dem Need for Speed Most Wanted Let's Play war es so, gerade weil da hatte ich dann auch irgendwann überhaupt keinen Bock mehr. Auch bei dem WWE 13 Let's Play zum Attitude Error Modus war das so, weil irgendwann war da auch der Reiz weg, weil das Spiel so komisch war dann irgendwann im Attitude Error Modus. Aber ja, wie gesagt, also das ist auch der Grund, warum ich mir mit Gothic 3 so viel Zeit lasse mit diesem Let's Play, beziehungsweise das jetzt wieder machen will, oder ist ja auch jetzt schon wieder mache seit einer geraumen Zeit, seit ein paar Parts, weil ich da jetzt irgendwie die letzte Zeit so durchgeflogen bin und so wahnsinnig schnell alles gemacht habe. Wir haben ja eine Nebenquest nach der anderen durchgehauen, und eigentlich möchte ich aber mehr noch auf die Spielwelt eingehen, beziehungsweise euch da noch mehr zu sagen, mehr zeigen und auch mehr meine Eindrücke schildern, weil ich einfach finde, dass das in dieser zu dieser Spielwelt passt. Beziehungsweise bei Gothic habe ich natürlich auch ein bisschen mehr Ahnung wie jetzt bei anderen Spielen. Also ich kenne mich in der Gothic-Welt ja super aus, deswegen geht das, denke ich, auch klar. Und ich bin natürlich, auch wenn ich schon 3 Jahre lang dabei bin, seit 3 Jahren schon Let's Player bin ich irgendwo immer noch in so einer kleinen Testphase. Ich teste immer noch Sachen aus, sei das jetzt Projekte bzw. Spiele, die ich vorher so in die Richtung nicht gemacht habe, weil das WWE 13 Let's Play war ja für mich vollkommen neu. Sowas habe ich ja früher nie gespielt, solche Dinge zumindest nicht Let's Played, nicht gezeigt. Und dann kam auch direkt das Ganze super an. Happy Wheels war ja ebenfalls so eine Sache, sowas habe ich auch vorher nie gemacht, was komplett nur auf Witzfaktor getrimmt war. Oder die Horrorspiele, die ich dann gemacht habe oder immer noch mache, momentan zumindest.
Das war auch ganz was Neues. Also ich probiere eben immer wieder ganz neue Sachen aus. Und in Gothic 3 ist eben so ein Spiel, wo ich auch nochmal Sachen ausprobiere und gucke, wie die ankommen. Das habe ich schon von Anfang an gemacht. Unter anderem auch schon im ersten Part, wo ich jede Menge Hintergrundinfos zu dem Spiel gegeben habe, wo ich mich dann gefragt habe, wie kommt das an, weil das habe ich früher nie gemacht. Oder ich habe auch früher nie, was Ichbisack ja parat, also wer Ichbisack nicht kennt, Ichbisack ist ein Let's Player, den kenne ich schon ewig, seit 3 Jahren genau gesagt. Der hat noch vor mir angefangen, der macht auch Gothic Let's Plays hauptsächlich, dadurch habe ich den auch gefunden. Und der ist ja das Paradebeispiel. Niemand ist so gut darin, andere Charaktere auszulachen und sich über die lustig zu machen, wie der große Ichbisack. Und das habe ich auch mal probiert, teilweise in Gothic 3 so ein bisschen, auch wenn nicht so exzessiv, kam wahrscheinlich auch gar nicht so wirklich rüber oder man hat es wahrscheinlich gar nicht gemerkt, aber ich habe es auf jeden Fall ausprobiert und mir dann das Feedback angeschaut. Natürlich habe ich wenig Feedback, deswegen ist sowas immer schwer und jo. Auf jeden Fall, nur damit ihr das auch mal wisst, dass ich probiere immer noch irgendwelche Sachen aus. Was man in Gothic 3 jetzt ja auch wieder sieht, dass ich da solche Special Parts einbaue, in denen eigentlich gar nicht gespielt wird, sondern einfach nur Infos gegeben werden. Ist auch jetzt sowas Neues von mir, was ich mal ausprobieren will, was ich vorher nie gemacht habe. Und ich glaube, das macht auch sonst niemand. Auf so eine komische Idee kommt sonst niemand. Weil eigentlich schaut man ja ein Let's Play, um unterhalten zu werden, beziehungsweise um das Spiel kennenzulernen und nicht noch, um irgendwelche Infos über Charaktere zu bekommen oder sowas. Aber gut, ich mach's jetzt eben so in Gothic 3. Ich ziehe das jetzt so durch, wie ich es eben machen will. So, gut, meine Damen und Herren, das war's jetzt erstmal wieder mit Gothic 3, mit dem Let's Play. Heute nur ein Erklärt-Part oder keine Ahnung, wie ihr den Part nennen wollt. Wenn ihr jetzt denkt, was macht der, der soll mal wieder weiterspielen. Beim nächsten Mal geht's auf jeden Fall wieder weiter, dann werden wir mit dem Typen da reden, der die ganze Zeit hin und her rennt. Und ich gehe mal davon aus, dass wir im nächsten Part auch komplett fertig werden mit dem Geldern erkunden. Denn viel ist eigentlich nicht mehr zu machen, hier in, also zu sehen hier in Geldern. Von daher gehe ich mal davon aus, dass wir damit durchkommen. Das war's jetzt erstmal wieder mit diesem Part. Gut, ich habe jetzt ein bisschen überzogen. Das ist dann das Dankeschön von mir, dass ihr zugehört habt. Obwohl es eigentlich gar nicht um Gothic 3 ging. Whatever, wir sehen uns dann ein andermal wieder. Bis dann, bleibt dran und tschüss.